Disney Junior zeigt euch jetzt eine kleine Geschichte mit Mickey und die flinken Flitzer. Die flinken Flitzer haben eine große Aufgabe vor sich, aber kann sie auch Kukulina bewältigen? Liebe Fans, hier ist Billy Beagle mit meinem möglicherweise liebsten Rennen, dem unmöglichen Rennen. Und warum wird das so genannt? Weil es unmöglich ist. Kein Flitzerfahrer hat es jemals geschafft. Hat es niemand von uns auch nur in die Nähe der Ziellinie geschafft? Also, ich habe geübt und dieses Mal werde ich gewinnen. Obwohl dieses Rennen unmöglich ist? Nicht für mich. Jeder kann gewinnen. Das muss es nur wollen. Dann könnte ich auch gewinnen. Du? Du bist viel zu klein. Nein, ist sie nicht, Donald. Kukulina ist zwar klein, aber das hat sie nie davon abgehalten, alles zu tun. Das ist die kleine Kukulina in ihrem eigenen Flinkenflitzer. Juhu! Das ist perfekt. Oh Mann, dieses kleine Spielzeug kann nie jemand mit uns schütteln. Du wirst überrascht sein, Donald. Ja, vor allem, wenn ich gewinne. Und schon geht's los. Donald. Jetzt komme ich mit Hütenpower. Oh je! Yeah. Oh. Wow. Was ist das? Was mache ich jetzt? Unglaublich! Unfassbar! Unmöglich! Zwei Teilnehmer haben das unmögliche Rennen beendet. Aber wer hat gewonnen? Hier ist das Ergebnis. Das war ein Fotofinish. Der Gewinner ist Kukulina um Schnabellänge. Was für ein historischer Moment für Hotdoghausen. Und vor allem für den mutigsten, größten, kleinen Gewinner, den ich kenne. Ach, verflixt! Kukulina hat Donald gezeigt, dass sie zwar ein kleiner Vogel, aber eine große Gewinnerin ist. Noch mehr Geschichten mit Mickey und die flinken Flitzer gibt's auf Disney Junior.